ja schon nach Sandhausen gesagt, da müssen wir noch im Gleichgewicht fallen, dass wir nicht immer drei machen und dann noch drei kriegen und keinen kriegen und keinen machen. Ja, klar, zweite Mal die Null, das ist, gibt einer Mannschaft immer Stabilität. Wäre schön, wenn heute der ein oder andere in den ersten 60 Minuten reingegangen wäre, dann hätten wir hier zu 100% drei Punkte mitgenommen. Gut, so ist es nicht. Dann am Ende müssen wir auch ein bisschen glücklich sein, dass wir tatsächlich noch diesen einen Punkt behalten konnten. Ja, ich denke, dass wir mit Unentschieden zufrieden sein müssen. Es waren Chancen hüben wie drüben. Ich glaube, die erste hatte Fürth. Ich glaube, eine hundertprozentige, die er vorbeischiebt. Dann hatten wir eine mit Toto. Und auf der anderen Seite, sag ich mal, wenn man auswärts spielt, kriegt man normalerweise nicht so viele. Und eine von diesen, sage ich mal, fünf, sechs, die wir hatten, hätte man nutzen müssen. Dann glaube ich, dann wird das ein anderes Spiel. Aber wie gesagt, es ist nicht passiert. Und von der Seite her muss man auch mit diesem 0-0 dann zufrieden sein. Wie du schon gesagt hast, die Mannschaft stabilisiert sich, wir laufen besser an, wir sind kompakter, auch wenn wir heute sicherlich mehr Chancen zugelassen haben als in Sandhausen. Aber im Großen und Ganzen scheint sie sich jetzt wieder zu finden. Ich denke, wir haben ja, gut gegen den Ball gearbeitet und ja, eventuell, wenn wir in der ersten Halbzeit das Tor machen, läuft das Spiel vielleicht ein bisschen anders, aber ich denke, hinten raus können wir mit dem Punkt ganz gut leben. Trotzdem haben wir es erstmal geschafft, dass wir in der ersten Halbzeit und gerade auch am Anfang der zweiten Halbzeit sagen wir, die Zuschauer zum Pfeifen gebracht haben. Das ist ja auch nicht aller Tage hier in Fürth. So, ich bin schon öfters hier gewesen, von der Seite her, glaube ich, hat es unsere Mannschaft ganz gut gemacht. Dass Fürth die ein oder andere Chance zu Hause hat, dessen war ich mir im Vorfeld auch bewusst und ich denke, dass Bruno Esser ein fantastisches Spiel gemacht hat heute. Ja klar, wir haben zwei sehr gute Torhüter, das wissen wir. Leider kann da nur einer spielen. Das ist nun mal im Fußball so und Bruno hat es heute auch sehr unaufgeregt und gut gemacht am Ende. Oder es ist am Ende über die ganzen 90 Minuten. So soll es auch sein und ja, ist sicherlich auch ein Faktor dafür, dass wir heute zu Null gespielt haben. Perfekt ist es noch nicht. Mir ist es persönlich lieber, wenn wir 0-0 spielen, als wenn wir 4-4 spielen. Und ja, ich denke, darauf lässt sich aufbauen jetzt und dann müssen wir zu Hause jetzt nachlegen. Ach, diese ganzen Unentschieden, die kotzen mich ja richtig an. Also muss ich ehrlich sagen, wenn man das mal hochrechnet, wie viel weniger Spiele man eigentlich nur hätte gewinnen müssen, um mehr Punkte zu bekommen als 10 Unentschieden, dann ist das ja schon, ja, da muss man ja schon fast mit Sarkasmus drauf reagieren. Ne? Es ist so, wie es ist. Wir müssen das Positive daraus ziehen. Wir sind nicht so leicht zu besiegen, wurden bis jetzt nur 4-mal besiegt. Ja, und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wenn wir vorne wieder dann die Kiste treffen, dass wir mit der defensiven Stabilität dann auch 3 Punkte wiederholen. Und ja, gegen Aue zu Hause, das muss unser Anspruch sein. Egal, ob es das letzte Spiel ist, ob wir 150 Unentschieden gespielt haben oder nicht, gegen Aue muss ein Sieg her und den wollen wir einfahren.